Yo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jack und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja Freunde, und heute gibt es wieder Alles oder Nichts. Intro. So Jungs, heute werden wir nur ein Spiel machen, und zwar gegen einen Top 100 Spieler, ja. Letztens haben wir gegen einen Profifußballer gemacht, beziehungsweise gegen einen U23 Spieler, der auch bei Schalke 04 spielt. Ja, und davor haben wir immer wieder gegen so zwei Spieler gemacht, beziehungsweise gegen zwei Abonnenten. Und heute wieder nur ein Spieler, aber gegen einen Top 100 Spieler. So sieht sein Name aus, Jungs, Furki Plays. Ja, er ist auch hier am Start. Was geht, Furki? Alles klar bei dir? Bei mir alles gut, Bruder. Was geht bei dir? Super, Alter. Also diese Woche 29.1 Gold, Digga. Top 100 erstmal. Glückwunsch, ja. Sehr danke, stark. Furkan hat auch einen YouTube-Kanal, Jungs, unten in der Videobeschreibung ist es verlinkt. Vielleicht schaffen wir da die 2000 Abonnenten, Jungs. Er hat mittlerweile 1500, 1600. Ja, unterstützt ihn. Er streamt immer wieder seine Weekend League. Letzte Woche hat er auch alles gestreamt. Am Freitag 15.0. War? Du warst, glaube ich, 15.0. Ja, Freitag 15.0. Genau. Und dann am Sonntag hast du, glaube ich, die restlichen gestreamt. Dann 29.1 ja. Geholt. Und dann hast du leider gegen Dr. Erhano, glaube ich, in der Verlängerung, ja, glaube ich, verloren. Genau. Ja, leider hat er dann verloren. Ja, 29.1 gut. Auf jeden Fall sehr stark. Ansonsten holst du immer wieder 28er. 30er schon geholt, Digga? 30er habe ich noch nicht geholt, aber ich habe jetzt insgesamt dreimal 29 geholt und zweimal 28. Genau, also du bist auch qualifiziert. Du spielst mal wieder samstags, ja, ne? Genau. Und ich spiele die Quali-Turniere mit. Mal schauen, ob ich mich jetzt, also ich habe mich noch nicht qualifizieren können für die Turniere, ja, aber mal schauen, ob ich es bald schaffe. Wenn ihr Bock auf gute Gameplays habt, Jungs, einfach mal Furkan einfach mal folgen, wie gesagt, auf Instagram, auf YouTube, und ja, am Wochenende streamt er. Er macht auch so in der Woche so Teambuilding und so weiter. Könnt ihr gerne mal abchecken, Jungs. Ansonsten, ja, starten wir mal jetzt. Er lädt mich ein, ich gehe mal rein und dann stelle ich auch da ein paar Fragen. Natürlich geht es um 10 Euro heute. Und wenn du mitmachen möchtest, Digga, genau du, Digga, ja, was machst du? Einfach auf Instagram folgen, Discord einfach joinen, und vielleicht bist du nächste Woche auch dran. Und wir starten. Furkan lädt mich jetzt ein und let's go. So, Jungs, wir starten mal. Mal sehen hier, was für ein Team du hast, Digga. Ja, momentan habe ich so 17,5 Millionen Team. Ja, ist sau stark, ich weiß, aber mal sehen, was Furkan hat, ja. So Jungs, er hat Cristiano Ronaldo hier am Start, ja, 5 rote Karten auf jeden Fall, Pick Player läuft bei dem Brudi. Ich bin King of Player, ja, ja. Ansonsten, ja Jungs, also mit so einer Mannschaft holt er 29 Siege, ist schon saustark, er spielt sehr, sehr gut auf jeden Fall. So, wir fangen mal an, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Digga. Mal sehen, danke, ob du dir auch gewinnen kannst. So, jetzt geht's los, Jungs, also wie gesagt, ich stelle hier ein paar Fragen, wie immer. Und ja, also Furkan, wer ist denn dein Lieblingsspieler in deiner Mannschaft? Also mein Lieblingsspieler war Hazard, den habe ich jetzt aber nicht mehr. Ich habe den für Ronaldo eingetauscht. Habe da jetzt stattdessen einfach Mahrez geholt. Hier ist er auch schon direkt am Ball. Und ich finde, der hat halt 5 Sterne Skills. Das geht, das Baba, und dann auch noch 4 Sterne Weakfoot. Da gibt es nichts Besseres. Und der schlechteste Spieler ist bei mir Mertens. Jetzt halt so eine Standardfrage, sage ich mal. Wie viel Euro so hast du jetzt ausgegeben? Ich habe 40 Euro ganz am Anfang direkt ausgegeben. Habe damit Dings gespielt, Foodcraft. Ja. Ne? Und ansonsten habe ich eigentlich gar nichts ausgegeben. Deswegen, ich bin eigentlich auch zufrieden mit meinem Team. Ich habe halt die roten Karten, habe ich halt gerettet. Ansonsten habe ich gar keinen Packluck. Ja, du wirst auch auf jeden Fall auch die Top 100 Packs, glaube ich, auch streamen, ne? Am Donnerstag. Ja, denke ich. Ja. Check mal ab, Jungs, ich werde auch dabei sein. Mal sehen, was ihr so ziehen werdet. Also, vielleicht hast du Glück, Digga, wer weiß. Diese Woche wird auch richtig gut sein, ne? Höchstwahrscheinlich Aubameyang kommt noch. Dann, wie heißt der noch? Aubameyang. Werner vielleicht. Werner vielleicht, Werner, genau. Aber also, schwer, weil der hat schon 2 bekommen. Kann sein, die geben nicht. Chiellini wird aber safe kriegen, denke ich. Ja. Was meinst du vorhin, wer ist dein Lieblingsspieler in deiner Mahrez, nicht Ronaldo. Mahrez. Nicht Ronaldo, warum, Digga? Ronaldo ist halt so, der ist Torjäger, aber ohne Mahrez würde Ronaldo die Bälle nicht kriegen. Weißt du, was ich meine? Okay, also deswegen, ich feiere ihn. Okay, also lieber Mahrez anstatt Salah. Ja, safe. Neymar hast du ja nicht, genau, da spielst du halt mit Costa. Wegen den hatte ich aber auch in dem Team mit Hazard halt. Ja. Finde ich auch geisteskrank gut. Da muss man einfach sagen, der ist überragend gewesen. Aber ich habe halt für Ronaldo geopfert, weil ich habe auch in den Pro-Turnieren gemerkt, wenn es da mal nicht läuft, muss auch mal eine Ecke regeln. Weißt du, was ich meine? Okay. Da ist halt Ronaldo überragend. Okay, was sagst du zum Beispiel zu Momentum, beziehungsweise zu meiner Mannschaft jetzt? Ich habe ja so ein 17,5 Millionen Team. Ja, manchmal, also momentan kostet es 16,6, aber am Wochenende mal wieder natürlich mehr, weil die alle steigen. Ja. Ist ja normal. Was sagst du zu meiner Mannschaft? Denkst du, es gibt dann ein Momentum so, wenn du ein krasses Team hast? Was denkst du denn so über Momentum zum Beispiel? Also ich denke, es gibt Momentum safe, 100%.
Kommt aber immer auch drauf an, finde ich, wie man selber einfach eingestellt ist aufs Spiel. Also zum Beispiel, wenn man jetzt 2 Niederlagen geholt hat, dann ist meistens so, dass man dann einfach auch, sagen wir, dann gibt es Momentum und dann rastet man so hart aus, dass man einfach komplett die Kontrolle. Oh, stark Torwart gestört, Digga. Man verliert dann halt komplett die Kontrolle, ja, wenn man dann ausrastet und dann ist halt. Dann kannst du halt komplett vergessen, wenn du dich dann aufregst wegen Momentum und dies und das, dann verlierst du. Da gibt es nichts dran zu auszusetzen. Wie war das Spiel jetzt? Also du hast ja 29 Siege geholt und das, also ein Spiel hast du ja gegen Erhan verloren. War es unverdient, war es verdient? Erzähl mal, wie es war. Ich sag mal so, warte, ich mach mal hier einen Schuss. Also das Ding ist, ich habe mir gedacht, als ich Erhano gesehen habe, direkt habe ich mir erstens gedacht, ob er von Bukarest aus spielt, ne? Dann müsste ja die Latenz tot sein. Und war aber eigentlich ganz gut. Und ich kam auch richtig gut ins Spiel. Du musst dir vorstellen, ein geisteskrankes Team. Okay. Und ich habe halt komplett eigentlich Angst gehabt, sage ich jetzt mal, dass das Spiel sehr einseitig ausgeht. Aber dann hat er, glaube ich, 1-0 geführt sogar. Und ich habe es noch gepackt, sozusagen zu drehen. Ja. Ne? Ich habe in der 90. 1-1 gemacht und glaube ich in der Verlängerung dann das 2-1 und er hat dann halt CPU-Elfmeter bekommen, hat das Spiel dann zu 2-2 gemacht und in den letzten Minuten dann Eusebio, Digga, er hat Ausdauer, er kann rennen wie sonst was. Da kann ich auch zugeben, sagen wir mal so Verlängerung ist oder so, ne? Dann macht eine Ikone was aus, ja? Da kann ich dann wirklich zugeben. Dann sagst du, okay, so Low-Team, ja, was kostet jetzt momentan dein Team? Ich würde sagen, ohne die roten Karten so 2, ja, 3 mit Ronaldo, 3. So 3, weißt du, und danach kommt so einer mit, keine Ahnung, 15 Millionen Team, ja, Eusebio, Digga, Ausdauer ohne Ende, ja, dann macht es was aus. Aber ansonsten, so die 90 so Minuten, sag ich mal, kann dein Team auf jeden Fall mithalten, Digga. Ja, mittlerweile schon, glaube ich auch, mit Ronaldo vor allem da vorne ist das auf jeden Fall möglich. Davor war es schwer, ich hatte Lukas, Player of the Month im Sturm in der Quali, musst du dir vorstellen. Ich habe gegen einen Spieler gespielt, der hat gegen Deto, er hat Deto rausgeworfen gehabt, ne? Kennst du ja auch. Ja, klar. Und er kommt dann gegen mich und fliegt gegen mich raus und er hat sich auch beschwert. Er sagt, ich schmeiß City-Profi raus und dann verliere ich gegen jemanden, der mit Lukas vorne spielt. Ja. Das war einfach geisteskrank. Oha, wo ist der hin? Das war einfach geisteskrank. Das war einfach geisteskrank, wie diese Turniere aus sind. Da entscheiden halt immer diese Kleinigkeiten. Deswegen Ronaldo ist jetzt auf jeden Fall am Start und jetzt kann man angreifen. Nächster Spieler so, wen willst du holen? Ich will Vieira oder PT holen. Safe. So die nächsten Spiele hatte ich mir. Das ist so unmöglich. Ey. Einfach mal. Ich hab eigentlich gesteuert. Ich hab nicht erwartet, dass du schießt. Ja, einfach mal mit links, Alter, mit Pogba. Passiert. Ey. Also, das ist halt FIFA, ne? So. Ist, Digga, ist unmöglich einfach, Jungs, ja? Einfach mit links. Einfach 90er, Digga. Gib ihm. Sag. Jungs, ich muss auch mal was sagen. Guck mal, wir reden hier, wir unterhalten euch, ja? Und es ist halt schwer, wenn man die ganze Zeit redet. Ja, guck mal, ich stelle Furkan halt so Fragen. Er muss halt beantworten. Er kann auch jetzt nicht so 100% zeigen, aber die machen bestimmt so die letzten 30 Minuten oder so, die zweite Halbzeit auf jeden Fall ernst. Ja, ansonsten ist halt auch ungewohnt, die ganze Zeit zu reden, wenn jemand zockt. Ansonsten sitzt man voll konzentriert, sogar in Rivals vor dem, klar, natürlich. Vor dem Bildschirm und ist die ganze Zeit im Spiel, weißt du, was ich meine? Ja, so, erste Halbzeit jetzt 1-0, ja, ich bin der Profi-Jungs eigentlich, nicht Furkan. Nein, Jungs, also auf jeden Fall, Furkan, ich weiß ganz genau, dass Furkan auf jeden Fall sehr, sehr stark spielt. Ich muss jetzt aber ein bisschen loslegen hier. Los geht's. Aber meine Fragen kommen noch, Digga. Ja, ich mein's ernst, Hullet und Vieira, wenn die auf der 6 sind, an denen den Ball vorbeizuspielen, ist schwerer als alles andere, was auf dieser Welt existiert. Er kriegt alles, Digga, einfach. So, schön gemacht jetzt mit Cristiano Ronaldo und Mertens. Da ist das Ding, Digga, da ist das Ding. Mertens ist halt so 99 Finishing, weil ich ihm Dead Eye gegeben habe, der haut Dinger rein. Das ist so das Einzige, was er kann, körperlich und so, sonst kannst du vergessen. So, guck mal, das Ding ist, ich will unbedingt eigentlich Eusebio haben noch vorne, aber das Geld werde ich wahrscheinlich nie haben in FIFA. Also vielleicht so ganz gegen Ende, aber um so eine Legende zu holen, braucht man schon echt sehr viel Geld, was auch sehr schwer einfach, sich das Geld dann im Endeffekt zu leisten, aber vielleicht bei Team of the Year kann man investieren, mal schauen. Mal sehen, vielleicht mit Furkan so Trainingsstunden, vielleicht gibt ihr ein paar Trainingsstunden so für 2,50 € oder so. Dann passt es, Digga. Bro, dann läuft, Digga, dann holst du Top 100. Den Team dann safe drin. Aber das Ding ist, viele denken auch einfach, dass man so mäßig, dass man mit einem Team direkt Top 100 kommen muss. Ja. Das stimmt einfach auch nicht, weil im Endeffekt, bei mir ist zum Beispiel so, immer wenn ich Team wechsle, ja, ne, keine Ahnung warum, spiele ich mit dem Team für die in den ersten 50 Spielen besser. Ich sage immer so, weil das ist dann so eine Änderung, weißt du, du hast andere Spieler, fühlt sich anders an, einfach zu spielen.
Und dann spiele ich meistens auch besser. Jetzt zum Beispiel, ich habe mit dem wieder gefühlt 1000 Spiele gemacht. Die Abläufe sind schon drin. Dann wird es irgendwann, ist mal voll unkreativ vorne. Weißt du, was ich meine? Vielleicht ist mein Team wirklich zu teuer oder so. Kann auch sein. Einfach mal probieren. Oh. Ach, scheiße. Zum Beispiel, ich habe jetzt die blauen Karten geholt. So ein Update gemacht. Kotor habe ich geholt. Walker. Dann habe ich Varane geholt. Ja, ich sag mal eins. Ja. Jungs, ich werde auch die sofort wieder verkaufen, weil diese ein Plus-Stats, sag ich mal, das macht nichts aus, ne? Es sieht zwar gut aus, so eine blaue Karte, so eine Champions League Karte, aber ja, am Ende bringt nichts, denke ich. Ja, jetzt muss Tor kommen, Digga. So. Ja, geil. Da hast du recht, jetzt muss Tor kommen. Doch nicht? Ja, hast recht, Digga, jetzt muss Tor kommen. Ja, ja, jetzt muss Tor kommen, genau. Ja. Digga. So, auf jeden Fall Spiel GG. Ja, Mann. GG, Jung. Digga. Ich wollte Jungs sagen, alles klar, Digga. So, Digga, GG. Ja, 2-1 hat der Furkani gewonnen. Natürlich haben wir auch viel gequatscht, Jungs. Da kann man sich halt nicht so krass konzentrieren. Auf jeden Fall 29-1 hat er geholt die Woche. Richtig starker Spieler. Falls ihr Furkans Gameplay sehen wollt, Jungs, einfach auf YouTube mal abonnieren. Ihr könnt seinen Insta auch natürlich mal abchecken. Am Wochenende streamt er, wie gesagt, von Freitag bis Sonntag. Vielleicht macht ihr diese Woche Freitag alle 3 Spiele, kann sein. Vielleicht macht ihr Freitag nur 15 Spiele und Sonntag die restlichen 15 Spiele. Checkt ihn mal aus, Jungs. Ja, willst du noch was sagen, Dika? Kannst gerne mal beenden. Danke, Seko, Digga. Hat mir mega Spaß gemacht hier. Und ansonsten an die Zuschauer, die gerade zugucken, vielleicht sehen wir uns ja am Wochenende im Stream oder halt genau. In der Woche mache ich ja, wie gesagt, diese Teambuilding-Streams und so weiter. Checkt einfach mal ab. Vielleicht sehen wir uns da. Ja, Furkan gehört, Jungs. Checkt ihn mal aus. Ja, wir sehen uns dann morgen um 17 Uhr. Türkische Liga. Peace.